und mit Hang zum Cholerischen aus einem anderen Grund unerwarteten Besuch. Und das erstmal nicht von irgendwelchen Beamten. Quercher wusste davon. Pollinger, sein Chef und Freund beim bayerischen LKA, hat ihn auf die Ermittlung angesetzt, nachdem sich die Hinweise auf einen Maulwurf in der Behörde verdichtet hatten. Es ging um Millionen Gelder, die Spielerberater dem Vorstand auf schwarze Konten zur Verfügung gestellt hatten, und das seit Jahrzehnten. Was der Bayern-affine Pflaumen-August im Amt nicht ahnte, das war lange nicht alles. Vielmehr würde der Besuch detaillierte Unterlagen über mehr als 12 Vereine aus der Bundesliga, der englischen Premier League, wie auch der spanischen und italienischen Liga im Gepäck haben, sowie Namen von Politikern und Wirtschaftsbossen, die über Jahre bestochen worden waren. Das gibt Ärger, dachte Quercher vergnügt. 2 Jahre lang hatte er mit seiner Kollegin Asu, der ungekrönten Königin der nicht ganz legalen Online-Recherche, an diesem Fall gearbeitet. Er, der Fußball für die Keimzelle einer kryptofaschistischen Verschwörung hielt, musste auf Überwachungskameras einem französischen Funktionärszwerg in einem Züricher SM-Studio bei Wachsspielen zuschauen und einem eitlen Schweizer, ebenso kleinwüchsig und mit der Haut einer leprösen Hausfassade geschlagen, beim intensiven Gedankenaustausch mit jungen Knaben lauschen. Selten hatte Quercher so viel unverfroren zur Schau getragene Mittelmäßigkeit, gepaart mit grenzenlosem Narzissmus und Gier erlebt, wie in dieser Fußballwelt. Neureiche, grenzdebile Kicker, deren Berater trafen auf gescheiterte Ex-Fußballer mit BWL-Fernstudium oder ostwestfälische Schlachter mit Hang zur Großmannszucht. Wie sehr hatte Quercher sich zwischenzeitlich Ermittlungen im Terrormilieu der Islamisten gewünscht? Die machten nicht so viel Geschrei und hatten die bessere Hautfarbe. Dann endlich waren sie auf diesen kleinen Hacker aus Bochum gestoßen. Der hatte über Jahre die Telefone, Computer und Tablets der deutschen Vereine gescannt. Der Typ war Fan des VfL Bochum. Einem Verein, der zwischen den großen Pobacken Schalke und Dortmund wie eine trockene Hämorrhoide vor sich hin lebte. Und die Datensammlung war seine perfide Form der Rache. Jetzt wollte Uwe Gerland seine Informationen zu Geld machen, ausgerechnet beim Bayern-Präsi. Deshalb saß Quercher heute hier. Er musste sicherstellen, dass diese heiklen Unterlagen nicht beim Wursthändler im Safe landeten. Arsu, die in Bochum weiter die Stellung hielt, hatte ihm Gerlands Koffer genau beschrieben. Nun wartete er schon den ganzen Morgen darauf, den Kollegen vom SEK den Zugriffsbefehl geben zu können. Allerdings, er hatte Hunger. In seinen Taschen fand er nichts, außer seinem Portemonnaie fiel ihm eine dünne Selbstgedrehte auf den Oberschenkel. Dope, dass ihm sein Freund Steinleitner, der mit seiner Frau im heimischen Keller die beste Cannabis-Plantage Oberbayerns führte, zugesteckt hatte. Zwei Züge, das musste okay sein. Quercher ließ das Feuerzeug schnippen und zog. Hielt. Plötzlich wurde alles langsamer. Seine Hände waren schwer wie Torpfosten. Just in diesem Moment kam ein Wagen mit Zürcher Kennzeichen den Berg hinauf. Er parkte vor dem Gasthof. Quercher meinte, den Atem des Mannes hören zu können. Doch das war nicht Gerland, aber eindeutig der Koffer. Der Funkknopf im Ohr piepste, der SEK-Leiter fragte etwas. Querchers Zunge war schwer wie ein nasser Schwamm. Auf dem Parkplatz wurde es laut, ein Kleinbus hatte gehalten, die Tür öffnete sich, herausgekotzt wurden Fußballanhänger in Lederhosen, sichtlich betrunken, gröhlend und blau-weiße Schals hochhaltend. Ach du Scheiße. 60er-Fans, das fehlte noch, dachte Quercher mit seinem matschigen Hirn. Die Typen stürzten auf den Koffermann, umarmten ihn, rissen seinen Arm hoch. Er verschwand in einem Pulk aus fettleibigen Sanguinikern. Wieder das Piepsen. Wieder die jetzt etwas aggressiv formulierte Nachfrage des SEK-Fuzis. Quercher, was ist? Bist du doof oder breit? Quercher versuchte sich zu konzentrieren, guckte nach vorn. Einmal,
Zweimal. Beim vierten Mal fiel er von der Bank. Eine Kuh mit großen Hörnern kam neugierig auf ihn zu. Sein Kopf lag auf dem Boden und betrachtete alles aus der Froschperspektive. Wie der Fußballpräsident die Einfahrt seiner Villa hinablief, wie die Fans des Zweitligisten in Zeitlupe auf ihn zustürmten, wie schwarz gekleidete Männer mit Sturmhauben und Maschinenpistolen zu den Fans rannten, schrien. Und dann sah Klärchen nur noch die Kuh, die ihren Kopf zwischen den Stacheldraht schob und mit ihrer großen Zunge sein Gesicht ablenkte. Im Schneckentempo zog er seinen Kopf zur Seite. Nun blickte er auf die Schuhe eines Mannes, die in einem Kuhfladen steckten. Er hörte den Mann fluchen, während der den Stacheldraht hinunterdrückte und über Quercher hinwegstieg. Mit dem Koffer in der Hand lief er hinein in den Wald, vorbei an Quercher. Sein Telefon klingelte. Langsam, sehr langsam, griff er mit Mühe in seine Jackentasche. Also plapperte los, Wortfetzen von abgerissenen Armen, Doggen, Sextätern gerieten in seinen Gehörgang, aber nicht mehr sein Bewusstsein. Nur ein Gedanke blieb wie ein Partygast zu später Stunde in seinem betäubten Kopf hängen. Er hatte es versaut.